Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Tja, Kyoko hat da einen seltsamen Namen fallen gelassen, Mukuro Ikusaba. Ja, wir wissen noch nichts darüber. Auf jeden Fall scheint es eine 16. Person zu geben. Das ist ja mal spannend, das finde ich richtig cool. Schauen wir, was uns jetzt erwartet. Was? Ikusaba Mukuro. Die 16, ich glaube, wir hatten schon festgehalten, dass es eine Schülerin ist, ne? Die sich irgendwo hier versteckt hält in der Schule. Die ultimative Verzweiflung. Ja, such nach ihr oder pass auf. Also ich weiß immer noch nicht. Ich glaube, das hat ja beide Bedeutungen inhärent, dieses Wort, also dieser Ausdruck. Von daher weiß ich nicht, wie es gemeint ist. Okay. Mukuro Ikusaba, das war vor 3 Tagen. 3 Tage vor dem nächsten Zwischenfall. Oh, 3 Tage, bevor wir uns einem weiteren Mord stellen mussten. Wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott, das ist gemein, dass sie das jetzt so machen, dass sie schon die Leiche zeigen. 3 Tage, bevor das Schlimmste bisher sich offenbarte. Wer könnte das sein? Das ist ja gemein. Durch die Maske weiß man das natürlich nicht. Wieso wird Kyoko so gezeigt? Oh, 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 nein, 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 nein. Hoffentlich ist es nicht Kyoko. Pain of a Junk Food Junkie. Währenddessen der Tag nach Sakuras Class Trial. Jener Morgen in der Essenshalle. Also, beginnen wir mit der üblichen Untersuchung nach dem Trial. Hey! Hey, achso, verstehe. Achso, du hast gar keinen Smalltalk erstmal betrieben. Wir sind doch noch nie so schnell auf den Punkt gekommen. Wenn du mit mir mithalten willst, dann musst du diesen sinnlosen Smalltalk weglassen. Oh Mann, wie hoch ist eigentlich dein Pferd, auf dem du sitzt? Ach, er benimmt sich doch nur so, um seine eigenen Unsicherheiten zu verstecken. Zumindest möchte ich das gerne glauben. Ist ja auch egal. Wenn du den Mastermind besiegen willst, musst du mir folgen. Sie... oder... ja, wie eine Maus bewegt er sich durch diese Schule, aber der Stolz des Mastermind ist aufgeblasen. Ich glaube, wie die... also wo die Milch rauskommt von der Kuh. Wie heißt denn das? Ihr wisst schon. Und egal, was ich dafür tun muss, ich werde dafür sorgen, dass dieser Böse, also hier wird Zay, glaube ich, in dem, oder Sam im Sinne von die Person, weil wir ja nicht wissen, ob Frau oder Mann, von dieser Welt getilgt werden. Hey Toku, du warst ziemlich still. Mann, du bist jetzt so langweilig. Du sitzt einfach da nur rum, wie so ein Pilz. Ich werde von jetzt an dich Miss Pilz nennen. Sie hat dich ja gar nicht angemeckert. Ach so, immer wenn sie redet, wird alles nur komplizierter. Deswegen habe ich ihr gesagt, dass sie ohne meine Erlaubnis ihren Mund nicht mehr öffnen darf. Was? Aber wenn sie ihren Mund nicht öffnen darf, dann kann sie ja gar nicht essen oder Wasser trinken. Ist mir doch egal. Und das ist wirklich in Ordnung für dich, Toko? Oh Mann, wie tief bist du eigentlich gesunken? Ich glaube, das ist der Smalltalk, vor dem uns Byakuya gewarnt hatte. Und trotzdem habe ich zugelassen, dass ich wieder damit reingezogen werde. Aber nun beenden wir das. Ich werde nie wieder zulassen, dass ihr mich auf euer Level hinunterzieht. Also, wir beginnen mit der Suche. Hört auf zu labern und bewegt eure Beine. Okay, scheinbar war Byakuya ziemlich irritiert und machte uns ziemlich Druck. Und deswegen begannen wir mit den Untersuchungen. Ja, mal schauen, was sich jetzt geöffnet hat, ne? Müsste ja eigentlich irgendwas hier oben sein. Gucken wir mal kurz. Ich würde sagen, wir gehen mal hier schnell hin. Ich denke, hier hat sich bestimmt irgendein bisher verschlossen... Ach so, Data Lab ging ja nicht, ne? Ich probiere es aber nochmal. Okay, nee. Ist wirklich, wirklich versperrt. Oder es geht halt jetzt eins höher. In den Klassenräumen waren wir auf jeden Fall. Waren wir hier drin? Ich glaube, das ging ja auch nicht auf, ne? Oh! Doch, das ging auf. Doch, daran erinnere ich mich, die ganzen Blumen auf den Tischen. Ja, nee, dann müssen wir uns hier wohl eher nicht umschauen.
Ach, wir können ja auch wieder ziehen an der Maschine, ne? Und hier ist der Headmaster. Das geht bestimmt nicht auf, oder? Nee, schade. Das wäre ja echt spannend, wenn die aufgegangen wäre. Ah, da! Weiter nach oben. Oh, okay. Jetzt sind wir also im 5. Stockwerk der Hope Speak Academy. Das 5. Stockwerk wurde für uns geöffnet. Und es ist völlig anders als alle anderen Stockwerke, die wir bisher gesehen haben. Irgendwie fühlt es sich unangenehm an. Findest du? Ich finde das gar nicht so schlimm hier. Blau ist doch eine schöne Farbe. Und da sind immerhin Bambus-Pflanzendinger. Naja, wie er meint. Ich finde es nicht schlecht. Ich könnte damit leben. Oh, was steht da? Oh Gott. No more. He's so dirty. Er ist so dreckig. Wie geil. Oh Mann. Okay. Hier wird ja wohl immer das Gleiche sein. Genau. Sie sind überall. Was steht da? Eine Violine. Und auch hier sind natürlich, genau, Metallplatten. Ah, habe ich es mir doch gedacht. Wir sind hier an einem neuen Ort. Dann gibt es natürlich auch wieder Moneten einzusammeln. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja, sind ja diese normalen Klassenräume. Aber wir... Halt. Ich... Das Umdrehen ist hier wirklich schwer. So. Gucken wir noch in den hier rein. Ob es da was Schönes einzusammeln gibt. Vielleicht steht hier ja auch einer von den anderen rum. Was steht da? Ah. Warte, ich werde dich bestrafen. Hol mich doch, wenn du Gast kannst. Makoto? Hey, das sollen wir sein. Hey. Egal. Hä? Möchte sie mit mir über etwas sprechen? Toko, was ist denn los? Versucht sie mir etwas mitzuteilen? Ich glaube, noch ein wenig mehr. Und ich verstehe es vielleicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, was du versuchst mir zu sagen. Ach, sie hat einfach ihre Schultern fallen lassen. Sie sieht so traurig aus. Ich glaube, sie hat aufgegeben. Flix? Was sie uns wohl sagen will? Flix, bestimmt irgendwas richtig Wichtiges. Aber sie darf ja nicht reden. Wurde ihr ja verboten. Dabei ist er gar nicht da. Sie könnte das doch machen. Vielleicht weiß sie, dass er irgendeinen Plan hat. Also Byakuya. Und er uns irgendwie reinlegen will. Oder ich weiß auch nicht. Ich traue ja Byakuya die ganze Zeit nicht. Hey! Hina! Hallo! Dieses Stockwerk scheint ganz anders zu sein als all die anderen. Ich frage mich, was das ist. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Ich hoffe, es ist nichts allzu Gruseliges. Oh, hoffe ich auch. Was ist das für ein Raum? Achso, nochmal ein Klassenzimmer. Oh, die Musik hat aufgehört. Oh mein Gott. Das habe ich nicht erwartet, in 100 Jahren nicht. Das ist ja krass. Was zur Hölle ist das? Der groteske Anblick dieses horrorhaften Raumes war wirklich heftig. Was ich sah, war schon schlimm genug, aber was ich roch, es war sauer und es war schlimm. Naruto. Es riecht schrecklich, nicht wahr? Ist das... Es muss dir zumindest vage bekannt vorkommen. Schließlich hast du mittlerweile einige Leichen gesehen. Willst du etwa sagen, das ist der Geruch des Todes? Ihr Fleisch und ihr Fett und ihr Blut... Es gab keine Überraschung in seiner Stimme, kein Schock, aber er hatte recht. Diesen Geruch hatte ich schon mehrfach wahrgenommen. Es war der Geruch des Todes und der Verzweiflung. Aber der Geruch hier ist stark, kondensiert, also an einem Ort konzentriert. Das ist der Geruch eines Kampfplatzes. Monokuma muss wohl... Was, schon wieder meine Schuld? Hör doch auf, die Schuld immer auf mich zu schieben. Wenn du nicht getan hättest, was du getan hast, dann wäre das hier niemals geschehen. Nein. Das ist genau das Gegenteil. Das Gegenteil? Ja, lass mich dir einen winzig kleinen Hinweis geben. Was diesen Raum hier betrifft, habe ich echt keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nur so zurückgelassen, wie ich ihn aufgefunden habe. Was?
Na, was hältst du von diesem Hinweis? Ist ja wohl besser als diese bescheuerten Hinweise, die du von irgendwelchen NPCs in den alten RPGs erhältst. Aber es ist ziemlich gruselig, hä? Huh? Blut überall an den Wänden und dieser Müll. Ich meine, natürlich sterben auch in der Außenwelt die Leute auf sehr grausame und blutige Art und Weise jeden Tag. Also ist das alles ja nicht so schlimm. Einfach nur Kopf hoch und weiterleben, Soldat. Wovon redet er da? Er hat das so zurückgelassen, wie er es aufgefunden hat? Was hat das alles zu bedeuten? Ja, krass, was hat das denn zu bedeuten? Da sind Outlines, also so die Umrisse mit Kreide aufgemalt auf dem Boden. Wie viele Leichen gab es hier? Ich habe das schon mal in so Detektivshows gesehen. Das sieht man immer an Tatorten. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich nicht daran glaube. Es ist unmöglich, nicht zu glauben. Es ist voll krass. Fehlen die Zeiger der Uhr. Hier ist wieder eine Kamera. Okay, das ist der gleiche Satz wie immer. Auge um Auge steht da dran. Haben wir hier noch was? Ich weiß nicht. Da ist der Bildschirm. Okay, auch nichts Neues. Ich guck mal so. Da unten ist noch was. Ah, diese Blutlache hier. Hier ist überall Blut. Ich möchte meine Augen am liebsten schließen für immer bei diesem Anblick. Es scheint, das Blut ist überall trocken. Und die Farbe hat sich auch schon verändert. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass diese Flecken ziemlich alt sind. Das ist alles echtes Blut? Natürlich. Andernfalls würde ich es nicht interessant finden. Und es ist interessant, das versichere ich dir. Was auf Erden ist in diesem Klassenzimmer geschehen? Es scheint fast, als hätte er Spaß. Oh Mann, da kann ich einfach nicht mithalten. Byakuya, wegen dem, was Monokuma gesagt hat. Es ist fast so, als wäre ich gar nicht hier. Er ist wohl in Gedanken. Denkt er wirklich so angestrengt nach? Oder versucht er mich einfach nur zu ignorieren? Hm, dann war es das ja hier schon, ne? Ja. Na, dann gehe ich raus. Ja. Er will nicht mit uns reden. Wow, also das Zimmer war ziemlich krass. Wow. Biologie. Oh, ist zu. Scheiße. Den ganzen Weg hierher gekommen. Und jetzt kommen wir hier nicht rein. Steht Biologielabor. Ein Biologielabor, in das wir nicht hineinschauen dürfen. Hört sich fast an wie in einem alten Horrorfilm. Raw ist ja roh. Oder es könnte auch so raw sein, oder? Würde ich mal sagen. Weiß ich nicht genau, worauf es ab... Oh, Hina, du hast mich erschreckt. Was haben wir denn hier? So ein kleiner süßer Garten in der Mitte oder so, ne? Ich finde das hier gar nicht so hässlich. Oh, oh, ist hier sowas wie ein... Wartet mal, ich muss mal kurz mich zurechtfinden. Okay. Ist das sowas wie ein... Ist hier auch noch ein Weg? Nein. Ist das sowas wie ein Dojo? Ist ja cool. Oh, schade, dass Sakura tot ist. Das hätte ihr so gut gefallen, wenn es das ist. Mal gucken. Ja, doch. Oh, oh, wow. Ist das schön. Wie cool ist das denn? Ah, das ist zum Schießen üben, oder? Dieses Ziel scheint ziemlich weit entfernt zu sein. Oh, aber ich muss auch sagen, ich bin ziemlich stolz auf mein Augenlicht. Also, wie gut ich sehen kann. Ja, super. Ich hab's auch gesehen. So, Kyoko, was ist hier los? Was Kyoko mir gestern gesagt hat, was zur Hölle meinte sie damit? Okay, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Das hatten wir ja gerade eben. Also heißt diese 16. Schülerin. Kyoko? Ich werde nichts sagen. Hä? Ich kann nichts sagen. Kyoko verengte ihre Augen oder so zu schlitzen halt, ne? So, Okay, sie blickte hinauf zur Überwachungskamera. Nee. Du verstehst wieso, richtig? Sie versuchte mir mitzuteilen, dass, was auch immer es war wichtig. Der Mastermind durfte es nicht herausfinden. Aber wie konnte Kyoko Informationen erhalten, die so wichtig sind? Ja. Wir sind hier fertig. Sie hatte ziemlich klargestellt, dass unsere Konversation damit zu einem Ende gekommen war. Und wie üblich hatte ich nichts verstanden. Oh Mann. Sonst irgendwas?
Hey, Kyoko. Sie macht nicht mal, also sie stellt nicht mal Augenkontakt mit mir her. Ich glaube, sie will wirklich nicht reden. Na gut. Was haben wir hier denn noch? Bäume hier. Obwohl dieser Raum komplett zu ist oder in sich geschlossen ist, ist hier ein Kirschbaum gepflanzt worden. Und er blüht. Ja. Das ist ziemlich elegant. Das findest du also elegant? Ja. Ich habe eine Weile in Übersee gelebt. Und deswegen ist diese japanischartige Dekoration, also ne, dieses japanische Aussehen, ziemlich nett. Aber wenn ich unsere Situation bedenke, ist es irgendwie unpassend. Ich find's geil. So einen Raum hätte ich auch gerne. okay, das ist nochmal das Gleiche. Da rechts haben wir noch was. Und auch die Schränke können wir auswählen. Was ist das? Okay, das ist so ein Strohding. Ah, daran übt man mit dem Schwert. Wurde hier auch damit trainiert? Aha. Ist ja cool. Und hier sind Schränke. Oh, die sind durchnummeriert. Und das, die sind aus Holz. Ach so, diese Holzschränke und die Schlüssel, die erinnern mich an super alte öffentliche Badehäuser. Kann ich nicht beurteilen. War noch nie in alten japanischen Badehäusern, leider. Ach, das ist wieder einer der Monitore. Okay. Und hier haben wir so eine Samurai-Uniform oder so. Voll cool. Sehr, sehr japanisch. Geil. Sehr, sehr schick vor allem. Sowas hätte ich auch gerne als Deko zu Hause. Hätte ich nichts einzuwenden gegen. So. Oh, was ist das? Die Türen sind so offen, als wenn... Na, komm rein. Kommst du wohl rein. Was war hier? Ah, ich weiß schon. Okay. Also hier rein. Oh, cool. Oh mein Gott, die ist ein bisschen zu groß. Das ist ja gruselig. Wow. Hilfe. Wow, was ist das? Dieses Ding ist super seltsam und super gruselig. Blumen sollten nicht so groß werden. Ist dieses Ding echt? Vorsicht! Das ist eine Monokuma-Blume. Den Namen habe ich mir selbst ausgedacht. Versuch sie zu berühren und es wird wirklich spannend werden. Dein Herz wird dann so wow und die Pflanze macht dann so ein Nom und dein Fleisch ist dann so blah, ich bin tot. Mit anderen Worten, es ist ein Monster. Es ist ziemlich unglaublich, möchte ich mal sagen. Ein Schüler bei Hope's oder ein Schüler der Hope's Peak hat sie immer weiter verbessert und verbessert und hat diese wundersame Kreatur erschaffen. Der ultimative Botaniker. Wobei sie kommen nicht oder er kommt nicht mehr hierher. Er ist während der Tragödie gestorben. Übrigens, mal davon abgesehen, wie es ausschaut, ist diese Blume wirklich super praktisch. Es kann Papier essen, Plastik und sogar Menschen. Also es ist definitiv gut für die Umwelt. So eine ökologisch freundliche oder freundlich-ökologische Kreation ist wirklich überlebenswichtig für die Zukunft einer gesunden Gesellschaft. Nicht, dass ich davon Ahnung hätte. Okay, jedenfalls Monokuma laberte immer mehr und mehr Nonsens und verschwand dann. Was auch immer das ist, ich sollte lieber auf Distanz bleiben. Das ist ja schrecklich. Vor allem, wenn es Menschen frisst. Oh mein Gott. Ich will hier nicht sein. Da hinten ist noch ein Haus. Vielleicht kann man da auch hinlaufen dann. Hier ist auch wieder eine Überwachungskamera. Ja, bestimmt kann man da hinten hin. Ich guck mal kurz hier. Hinter ihm ist auch noch was. Hier ist ein Bildschirm. Und hier ist sowas wie ein kleines Gartenhäuschen. Ach so, für Hühner. Ein Hühnerhaus. Was sucht das denn hier? Oh, da können wir rein. Oh, Hühner! Dieser Ort hat sogar Hühner. Das sind ganz normale Hühner, oder? Also die essen jetzt nicht Menschen oder legen Bomben statt Eier oder sowas Verrücktes. Scheint sicher zu sein. Es ist ein Hühnchen. Es ist wirklich am Leben, oder? Ohne Zweifel. Wie süß. Ich drück mal bei allen einmal. It doesn't have like what? Ah,
Entschuldigung, ich drück so schnell. Ach so, eine zweite Form, in die es sich verwandeln kann oder so. Da kann ich mir sicher sein, oder? Das wird nicht gefüttert wie ein Mensch, oder? Es wird keine Bombe legen, oder? Nein. Ja, okay, wir gehen da wieder weg. Oh, du magst auch Hühner, Makoto? Ja, ich liebe diese Kleinen. Die sind richtig süß, nicht wahr? Und es gibt genau 5 von ihnen. Genau? 5. Du weißt schon, die Zahl, die nach 4 kommt und vor 6. Zumindest was die natürlichen Zahlen anbelangt. Jedenfalls, wann auch immer die Nummer 5 auch auftaucht, ist das ein gutes Omen. Diese Zahl enthält die Mysterien des Kosmos. Es ist eine Zahl voller Kraft. Eine erfrischende Nummer. Genauso gut wie frisch hergestellte Limonade. Okay. Was haben wir da noch? Ist das ein Telefon? Ah, ein Kontrollpult. Kann man damit vielleicht die Luft regulieren? Ah, für die Sprenkleranlage, also für die Wasserverteilung. Das kontrolliert die Sprenkler. Ich weiß gar nicht, ob das Sprenkler heißt. Ich sag dazu immer Sprenkler, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe nämlich das Wort noch nie gelesen oder so, sondern irgendwie nur so im Kopf. Jedenfalls morgens um 7.30 Uhr starten die. Und du darfst das auf keinen Fall ohne Erlaubnis verändern. Natürlich ist dieses Kontrollpult sowieso versperrt. Also könntest du es gar nicht ändern, selbst wenn du wolltest. Das bedeutet also, dass die Sprenkler immer um 7.30 Uhr morgens starten. Ja, genau. Das ist super nutzerfreundlich. Und das ist ätzend. Also wenn du zu früh hierher kommst, wirst du ganz nass gemacht. Also pass auf dich auf. Aber du bist ja kein kleines Kind, nicht wahr? Du bist ja sowieso zu alt dafür, um durch Sprenkler zu laufen. Oder hast du etwa einen Wasserfetisch? Ich werde es allen erzählen. So ein Idiot. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge uns dieses kleine Häuschen da hinten nochmal anschauen. Dann sind wir eigentlich fertig mit der Ebene. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.